Weihnachten 2022. Es gibt vom Loriot ein wunderschönes Gedicht und das ist so besinnlich und so genau, passt genau in die Zeit. Adventsgedicht in der Zeit der Erwartung und da gibt's, das fängt ja wunderschön an. Es blaut die Nacht. Man, wenn ich die Idee mal schon gehabt. Es blaut die Nacht. Die Sternlein blinken, Schneeflöckchen leis herniedersinken. Auf Edeltändleins grünen Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ja bei des Heimes Pflege, seit langer Zeit schon sehr im Wege. Und so kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Häslein ging zur Ruhe, das Rehlein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kimm und Korn. Vom Knall geweckt, jetzt wäre der Gewehrschuss, wäre geweckt, au, ja, vom Knall geweckt, rümpft nur der Hase, wer Hase, Hase, na, so mal, so, vom Knall, so, so mal. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, vier Mal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da rinnt des Försters Blut von hinnen. Jetzt wäre der mit Blub, 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 wer wäre das? Blub. Blut, 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 des Försters Blut von innen, oder? Nun muss die Försterin sie heilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmannssitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält sich einen Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und backt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Yes, sir. Da tönt's von fern wie Silberschellen. Im Dorf hört man Hunde bellen. Ding, 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 Gott, na bitte. Im Dorf hört man Hunde bellen. Wer ist, der in so später Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenen Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Leuten Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, es ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht ihn auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.